Hier testen wir, wie ein Transformator von Wechselspannung funktioniert und wie man ihn sich selber bauen kann. Die rote Kabeltrommel stellt die Primärspule dar. Am Funktionsgenerator wird eine Wechselspannung mit 1000 Hertz angelegt. Das Oszilloskop dient dazu, die Spannung darzustellen, und zwar von der Primär Spule und von der Sekundärspule, die jetzt gewickelt wird. Und wir beobachten, wie diese Spannung der Sekundärspule aussieht, wenn man das Kabel, also die Sekundärspule, um diesen Eisenkern herum wickelt. Je mehr Windung man nimmt, umso größer wird die Spannung. Die Spannungsempfindlichkeit am Oszilloskop ist noch etwas unterschiedlich eingestellt für Primär- und Sekundärspule. Und wir sehen auch, dass die Spannung an der Sekundärspule tatsächlich abhängt davon, ob die Spule in der Nähe der Primärspule liegt. Und beim Abwickeln sinkt wieder die Spannung. Diese Transformation der Spannung funktioniert nur bei Wechselspannung, nicht bei Gleichspannung. Alles weitere Hintergründe und Erklärungen im Kapitel 23 der Vorlesung Einführung in den Elektromagnetismus.